Heute zeige ich euch, wie man gezielt mit Dropshot auf Dorsche angelt. Hier wieder einer schön auf den Carolina Shad gebissen, auf 4,5 Inch. Super Größe auch zum Dorsche angeln, ausgezeichnet für alle Größen von Dorschen. So, zum Köder. Ich angle hier mit einem Carolina Shad in silberbraun, aber auch durchsichtig. Das ist ein No-Action-Köder mit einem Split-Tail. Der Köder eignet sich hervorragend für Dorsche. Er ist schön weich, richtig Gelee-artig. Auch der Vorteil ist, wenn man mit einem Offset-Haken bei diesem Köder angelt, das Gummi vom Köder wird eingedrückt, wenn der Fisch reinbeißt, und der Haken sitzt perfekt. Viele angeln auch mit härteren Dropshot-Ködern, die dann auch mit Offset-Haken befischt werden, aber da ist dann immer der Nachteil, dass der Körper beim Biss nicht richtig runtergedrückt wird und der Anhieb natürlich fehlerfolgt. Zu meiner Dropshot-Montage zeige ich euch jetzt etwas, wie ich vor kurzem ein kleines Video dazu gemacht habe, wie ich meine Dropshot-Montage binde. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie man die einfache Dropshot-Montage macht. Zu einem braucht ihr etwa 50 cm Schnur, einen Haken, Dropshot-Haken am besten, und einen Köder. Und dann eben, um Gewicht noch dran zu bringen, eignen sich zum Beispiel Korrigator, Dropshot, Bleie. Am besten für einen Barschsee nimmt man leichtere Gewichte, da man den Köder auch leicht führen muss. So, als erstes nehmen wir den Dropshot-Haken, tun den einmal auf die Schnur, auf die Hälfte. Das ist nämlich jetzt der wichtigste Part, das ist nämlich der Knoten. Wir benutzen nicht den Palomar-Knoten, da man da nie genau weiß, wie der Haken jetzt abstehen wird. Aber bei dem ist es ganz simpel. Haken festhalten, einmal eine Schlaufe darum machen, dann müsst ihr die Schnur festhalten, beide Enden. So, mal sofort. So, und jetzt habt ihr es so. Jetzt müsst ihr einmal den Haken, ein paar Windungen dann eben um diese Schlaufe herum machen. So, nur wenn das geschafft ist, nehmt ihr einmal die Hakenspitze in den Mund und zieht das Ganze locker zusammen. So, fertig ist der Knoten. Der Haken steht schön ab, ohne Probleme. Und ist auch um einiges leichter als der Palomar-Knoten. Hält auch. So, und dann macht ihr am oberen Ende eine Schlaufe, damit ihr das Rig in euren Karabiner einhängen könnt. So, Schlaufe ist geschafft. Man nimmt den Offset-Haken, macht ihn vorne einmal durch den Kopf. Ziemlich weit vorne lässt man ihn einmal wieder rauskommen. Schiebt dann das Ganze einmal komplett auf den Haken auf. Dann kann man den Haken drehen. So sieht man dann, wo der Haken rauskommt, wenn man ihn durchgeschoben hat. Dann sitzt er so schon, sozusagen schon drauf. Und jetzt muss man nur noch den Haken einmal durch den gespaltenen Bauch einmal durchführen. Der gespaltene Bauch ist natürlich dafür da, dass der Haken in dem Köder ja drin ist, ansonsten wird er ja wirklich voll unten unterher hängen. So, wenn der Haken drin ist, kann man ihn noch einmal kurz in den Körper reinschieben. Dann will ich die Spitze von dem Haken, damit kein Kraut an dem Haken hängen bleibt. Und wenn der Fisch natürlich drauf beißt, das ist ja der Vorteil bei den weichen Ködern, wird der Köder runtergedrückt und der Haken steht frei. Und dann kann natürlich der Anhieb natürlich perfekt erfolgen. Der Hauptsinn halt eben von den Offset-Haken ist, dass man in krautigen Bereichen, zum Beispiel da, wo die Barsche sich aufhalten, viel am Grund auch, zum Beispiel Laub oder sonstiges Geäst und Gestrüpp, nicht an den Haken ranhaut. Das führt nämlich oft immer zu
Fehlanschlägen und das ist nicht gut. So, jetzt haben wir den Köder dran und jetzt nehmen wir einmal einen Dropshot-Blei. Ich nehme jetzt die Kugelbleie, weil die langsamer sinken. Hier in den Absinkphasen beißen gerne die Barsche. Ich nehme mal was Leichteres. 5 Gramm sollte hier reichen. Bei den Dropshot-Bleien kann man natürlich auch noch einmal hier sehen. Hier unten kann man entweder kann man natürlich die Schnur festknoten oder man zieht die Schnur einfach nur einmal auf. Und da bei den Dropshot-Bleien ein Schlitz ist, der immer enger wird, kann man auch die Schnur, diesen Schlitz, einklemmen. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man irgendwo hängen bleibt mit dem Blei, dann löst sich eher das Blei ab, als dass das ganze Vorfach verloren ist und der Köder verloren geht mit dem Haken. So. Beim Dropshot-Rig fährt man seinen Köder auf einer sich selbst überlassenen Höhe, wobei der Köder optimal dem Zielfisch angeboten werden kann. Mit leichtem Zupfen bietet man die Yeti Dropshot-Köder mit einer nahezu maximalen Reiz an, bei dem die meisten Raubfische nicht widerstehen können. Schöner ist das, 45 hat er mindestens auf den Carolina Shad gebissen bei Dropshot in der Absinkphase. Echt perfekter Köder auf Dorsch. Besser wie ein Yenzi Dropshot-Köder ist eigentlich eine Stange Dynamit, aber nicht erlaubt. Also, der Yenzi Dropshot-Köder ist schon das Optimum, was man sich wirklich leisten kann, wo man auch richtig gute Ergebnisse erzielen kann.